Die Ursache für den Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Nadorster Straße ist zwar noch nicht abschließend geklärt, die Brandermittler der Polizei haben allerdings seit Montagvormittag eine Vermutung. Danach war der schwer verletzte 34-jährige Hausbewohner nicht unschuldig am Ausbruch des Feuers. Er soll mit kleinen Butangasflaschen in der Küche seiner Dachgeschosswohnung hantiert haben. Offensichtlich ging es dabei um Drogen. Nach ersten Hinweisen wollte der Mann mit einer bestimmten Methode aus Cannabis Haschischöl herstellen. Dabei kam es zu mehreren Explosionen. Durch die Druckwelle wurden Teile des Daches auf die Straße geschleudert. Innerhalb kürzester Zeit stand die Wohnung lichterloh in Flammen. Ob sich auch eine Hanfplantage in der Wohnung befand, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Alle Räume seien völlig ausgebrannt.